Milan, sag mal Ahoi. 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 Da, hoi. Ahoi. Ja. Ahoi Leute. Ja, es ist jetzt gerade morgens um 8:30, glaube ich. Und am Freitag, den... Welchen haben wir denn heute eigentlich? Den 10. Den 10.7. Also fast eine Woche nach der Eröffnung. Fast eine Woche nach der Eröffnung, wir sind schon eine Woche dabei und ich wollte die letzten Tage immer mal wieder die Kamera rausholen eigentlich, aber ja, was soll ich sagen, es läuft so gut, dass ich dazu nicht komme. Also eigentlich die ganze Zeit morgens, also mittags quasi bis 14 Uhr und dann abends nochmal, ist immer richtig was los. Heute auch wieder, ich glaube mittags haben wir jetzt noch keine Anmeldungen, aber für heute Abend schon zwei große Tische, einmal 9, einmal 10 Leute. Also wir haben auf jeden Fall gut zu tun. Ja, ich wollte einfach mal ein bisschen nebenbei berichten, bevor ich jetzt anfange vorzubereiten, denn ich habe eigentlich noch ein bisschen was zu tun. Beide Desserts, Paprikasauce, Kartoffelspalten. Ah, das kann ich gleich mal machen. Ja, ich habe noch ein bisschen was zu tun, aber ich dachte, ich kann euch mal kurz vielleicht, ja, erzählen, was alles so passiert ist in letzter Zeit. Was ich übrigens vergessen habe zu sagen, wir hatten einige Startschwierigkeiten, denn zwei Sachen gingen nicht bei der Eröffnung. Und zwar zum einen unser Kombidämpfer, da war nämlich der Abfluss nicht richtig. Also Kombidämpfer, für die, die das nicht wissen, ist halt sozusagen ein Ofen, der auch dämpfen kann, also da muss auch ein Wasseranschluss ran und der war halt noch nicht dran. Und der Abwasseranschluss war auch noch nicht dran. Das heißt, das Abwasser floss, also nachher war der Wasseranschluss dran, war der Abwasseranschluss noch nicht. Und das heißt, das floss immer in den Eimer. Das mussten wir mal nebenbei ausleeren, damit nicht die Küche nass wird. Das ist jetzt endlich fertig gemacht seit gestern. Und dann hat er auch nicht gedämpft. Das heißt, wir konnten die ganze Zeit nur backen, was natürlich im à la carte das Ganze auch ein bisschen schwieriger macht. Das funktioniert aber auch jetzt endlich. Und was auch nicht funktioniert hat und immer noch nicht funktioniert von Anfang an, ist der, ich wollte gerade sagen Bierkühler, der Getränkekühler. Also wir haben wahrscheinlich einige, wenn die schon hier waren, also wenn ihr schon hier wart, habt ihr es wahrscheinlich schon gehört, dass wir ja keine kühlen Getränke haben, beziehungsweise halt irgendwie anders kühlen müssen mit Eiswürfeln und so weiter. Ja. Das ging bisher auch irgendwie. Aber ja, heute soll der Elektriker kommen. Also der Elektriker war schon mal da, hat gemeint, muss der Kältetechniker machen. Dann hat der Kältetechniker gemeint, das muss der Elektriker machen. Ja, so geht's hin und her. Ich denke mal, wir wissen jetzt, woran es liegt. Und können einfach mal, also wenn der heute kommt, kann ich ihm was Neues erzählen und dann hoffentlich wird das demnächst funktionieren. Dann haben wir vorne endlich mal kühle Getränke und müssen nicht mehr unseren ganzen Kühlschrank, der eigentlich für die Küche gedacht ist, voller Bier stellen. Das wäre schon mal sehr praktisch. Ja, genau, so viel dazu. Ach genau, einige hatten gefragt, ob ich mal die Karte im Video vorstellen kann. Sogar zwei haben es sogar gefragt, Karte im Video vorstellen. Also richtig durchgehen vielleicht, weiß nicht, wie ihr das meint. Weil eigentlich ist sie ja online. Aber das mache ich nicht jetzt, das mache ich vielleicht später mal. Und zeige euch das vielleicht sogar in diesem Video noch und schneide es hinten dran. Mal gucken, ob ich heute Zeit finde, denn ja, ich plane auch, wir planen auch Kuchen anzubieten, haben wir von Anfang an schon gesagt. Das haben wir bisher noch nicht geschafft. Und wir wollen jetzt mal gucken, ob wir jetzt morgen am Samstag die Kuchen auf den Weg bringen. Ich habe vor, zwei Kuchen zu backen. Und ja, bin mal gespannt, ob ich das hinkriege, denn wir haben heute Nachmittag irgendwie noch zwei Vorstellungsgespräche wegen Aushilfe, weil das irgendwie noch nicht genug ist. Also so viel wie gerade los ist jedenfalls, brauchen wir die ganze Zeit mindestens zwei Servicekräfte. Weil das alleine echt ein bisschen schwer zu wuppen ist. Ja, so viel erstmal so einen kleinen Einblick. Ich fange jetzt, glaube ich, mal an vorzubereiten.
Josef kommt dahin auch noch mal. Vielleicht halte ich dann noch mal kurz die Kamera an die Küche, wenn es klappt. Mal gucken. Okay, bis später. Moin Leute. Ja, gestern habe ich es nicht mehr geschafft, die Kamera. Wo ist der Milan? Ach, hier. Ja, Milan kocht schon in seiner neuen Küche. Gestern habe ich es nicht mehr geschafft, die Kamera rauszuholen, leider, weil es war der vollste Tag seit der Eröffnung. Also, ja, wir haben jetzt eine Woche auf, wie gesagt, gestern. Und gestern haben wir, glaube ich, das, was wir vorher am meisten an Gäste hatten, nochmal fast um die Hälfte mehr, also um ein Drittel mehr nochmal. Und ja, hat echt gut geklappt. Hat eigentlich super geklappt, es hat total Spaß gemacht. Teilweise war die Wartezeit ein bisschen länger, aber bei unserer kleinen Küche werden wir das auch bei noch so viel Organisation nicht viel besser hinkriegen, weil wir einfach zu wenig Platz haben, um das alles auf einmal anzurichten. Also wenn jemand zu uns kommt und ihr seht es, der Laden ist voll, dann ja, kann es halt einfach ein bisschen länger dauern. Macht aber auch nichts, lohnt sich. Ja, wir haben auf jeden Fall heute wieder eine ganze Menge vorzubereiten. Gestern war eine Fotografin da, die hätte jetzt die Kamera einmal in die Küche halten können, habe ich aber leider nicht dran gedacht. Aber ja, macht auch nichts, kriegen wir irgendwann nochmal hin, dass man das sozusagen im Stress, also im Betrieb sehen kann. Normalerweise schaffe ich das ja nur vorher und hinterher. Ja, heute ist Samstag, das heißt, wir haben heute wieder durchgängig auf und was noch? Ja, wir überlegen gerade noch einen Koch einzustellen, weil das Ganze einfach, also weil wir beide, also Josef und ich, gerade ganz schön viel knüppeln und weil wir gar keine Zeit haben, uns irgendwelche anderen Sachen zu kümmern. Zum Beispiel hatten wir auch geplant, in der jetzigen Kinderspielecke mal ein kleines Konzert zu machen. Aber wir kriegen das überhaupt nicht organisiert, weil wir nicht nur die ganze Zeit am Vorbereiten, dann am Kochen sind und dann wieder am Saubermachen und dann ist der Tag schon wieder rum. Deswegen, ja, geht die Entscheidung jetzt dazu, dass wir noch einen Koch ranholen, dass wir beide uns ein bisschen entlasten können in der Küche, um dann noch andere Sachen zu planen. Außerdem haben wir noch andere, ganz andere Sachen vor, aber ja, davon erzählen wir mal später. Mal gucken, ob das was wird. Ich muss natürlich auch rechnen im Endeffekt. Das ist nicht so einfach, dass man einfach einen mehr einstellt und dann läuft das alles. Wir haben momentan ja auch einen Ruhetag und in Zukunft, wenn das mit dem Koch klappt, möchte ich auch, dass das sozusagen durchgängig offen ist, zumindest im Sommer und im Winter. Gucken wir mal. Auf jeden Fall, dass wir den Ruhetag erstmal rausnehmen, weil ich habe gehört, letztens standen jetzt am Dienstag, also diesen Dienstag, standen jetzt Leute vor der Tür und haben sich gefragt, warum wir denn nicht aufhaben. Ja, weil wir auch mal frei haben müssen. Mal gucken, ob das klappt. Jemand kommt heute vorbei, also ein Bewerber, und stellt sich noch mal kurz vor. Der war einmal schon kurz hier. Bin gespannt auf jeden Fall. Was sonst noch? Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, fange ich an vorzubereiten, denn gestern haben sie uns ziemlich leer gegessen. Also ich glaube, wären noch 5 oder 6 Leute mehr gekommen, die noch mal was mit Reis hätten haben wollen, dann wäre der Reis einfach aus gewesen. Ja, so sieht es eigentlich mit allen Sachen aus. Deswegen fange ich jetzt mal an. Vielleicht melde ich mich heute später noch mal, aber ich verspreche nichts. Tschüss! Ah, heute bin ich wieder. Ja, es ist jetzt Sonntagmittag, also eigentlich Nachmittag. Der Mittagsanschub ist gerade vorbei. Und ja, Josef ist auch gerade gekommen. Und genau, ich wollte erzählen, wir haben gestern auf jeden Fall erstmal einen Kuchen angeboten und das ist auf jeden Fall schon mal super angekommen. Das ganze Blech war leider nicht leer, aber na gut, auf jeden Fall wurden ein paar Stücken verkauft, über 10 auf jeden Fall. Es gab einen Snickers-Kuchen, also mehr oder weniger Snickers-Kuchen, einen Schokoladenkuchen mit Erdnüssen und Karamellsoße, war sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Ist jetzt leider kein Stück mehr da, aber das Foto findet ihr wie immer auch auf Facebook. Oh, unsere Kellnerin ist auch gerade da und läuft gerade weg. Sie möchte nicht im Video zu sehen sein, ist auch okay. Ich wollte erzählen, der Elektriker hat sich leider nicht gemeldet. Er wollte sich eigentlich am Freitag melden. Hatte ich ja, glaube ich, im Video auch erzählt. Ja, hat er nicht. Ich habe ihn auch nicht erreicht, am Samstag auch nicht. Logischerweise irgendwie auch.
Also hoffe ich auf jeden Fall mal, dass ich ihn morgen erreiche und wir endlich mal den Getränkekühler aktivieren können, sonst wird das ziemlich blöd in dieser Zeit. Das ist das zweite Wochenende jetzt ohne Getränkekühler und so langsam nervt es mich ein bisschen. Und die vorne sind auch schon so ein kleines bisschen genervt. Ja, deswegen hoffe ich mal, dass das funktioniert. Achso, und unser Kombidämpfer hat das nächste Wehwehchen. Also funktioniert das alles, Dämpfen und so weiter, klappt auch alles ganz gut. Das hat da irgendwie so ein Leck und irgendwie wird das unten so ein bisschen nass, immer wenn er in Betrieb ist. Ja, so kommt eins zum nächsten irgendwie. Aber egal, das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Wir müssen halt herausfinden, woran es genau liegt. Und dann wird das schon irgendwie. Ja, die Küche sieht jetzt noch ein bisschen dreckig aus, wie ihr seht. Ich muss einfach ein bisschen aufräumen, bevor es dann nachher zum Abendgeschäft geht. Ja, auf jeden Fall merke ich gerade für mich, es wird immer eingespielter. Und es dauert nicht mehr so die ganze Zeit so ewig wie am Anfang. Kommt sie jetzt schon wieder? Ach, Josef ist auch da. Josef, wie geht's dir? Komischerweise. Komischerweise? Freut sich nicht ganz gut. Ihr seht, er ist total Energie geladen. Okay, ich glaube, das Video ist auch schon lang genug im Endeffekt. Das sind jetzt schon, glaube ich, schon 3 Tage, die ich jetzt zusammenschneide. Deswegen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Achso, die Karte habe ich jetzt nicht vorgestellt. Aber mache ich vielleicht irgendwann mal. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Okay, tschüss.